So, da bin ich auch wieder zurück. Es geht natürlich jetzt um den Battle Pass. Eben haben wir schon den Trailer zusammen uns angeguckt. Jetzt geht es, wie gesagt, um den Battle Pass. Den habe ich natürlich mit meinem Crew-Paket schon mit drin. Wenn ihr das nicht habt, dann liegt das wahrscheinlich schon daran, dass ihr bereits die letzte Season mit drin hattet. Also alle die, die das Crew-Paket haben, aber nicht als Abo in Anführungszeichen, sondern immer wie mein Sohn das zum Beispiel gemacht hat, über PSN-Guthaben oder so, dann müsst ihr es wahrscheinlich neu einlösen. Müsst ihr einfach gucken, merkt ihr aber sofort, wenn es so steht wie bei mir, habt ihr es mit drin, wenn nicht, dann wie gesagt eben nicht. So, ich fordere jetzt erstmal meinen Battle Pass ein. Und was bekomme ich? Ich bekomme natürlich den ersten Skin, Chimera. Und direkt schon 5 Sterne. Okay, das ist nice. So, noch natürlich direkt mal ausrüsten. Unser erster Skin ist natürlich immer der beste. Dann einfordern. Ah ja, die Battle-Sterne. Verdiene jedes Mal 5 Battle-Sterne, wenn du im Level aufsteigst. Okay, gib Battle-Sterne aus, um Battle Pass-Belohnungen in der gewünschten Reihenfolge einzufordern. Okay. Sammle Alien-Artefakte, das habe ich auch schon gelesen, dass es jetzt Artefakte gibt. Du findest sie auf der Insel verteilt und in kosmischen Truhen. Okay. Da habe ich eben auch schon einen Trailer, nicht einen Trailer, ein Thumbnail gesehen, nicht kosmischen, sondern kosmetischen Truhen, habe ich schon gedacht, hä? Gib Alien-Artefakte aus, um Stile für das anpassende Outfit Chimera einzufordern. Ja, das habe ich bei meinem Sohn eben gesehen. Also da ist ganz viel möglich, was der Skin betrifft. Dann schließe Aufträge von Charakteren oder Münztelefonen ab, um Waren zu verdienen, die vom Match zu Match übertragen werden. Okay? Gib Waren aus, um Waffen bei Aufrüstbänken zu verbessern, Gegenstände bei Verkaufsautomaten zu erhalten. Ach, es gibt wieder Automaten und Aufrüstbänke. Okay. So. Das ist also der Battle Pass. Oh Gott, das Menü sieht ja ganz anders aus. Bonusbelohnung. Oh Gott. Das ist wohl bei vorderen 99 weitere Belohnungen, um die Seite freizuschalten. Ah, das gibt's erst. Ach Gott, ist das ein Chaos. Puh. Aha. 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 Es gibt also ganz viel Geheimnis wieder. Verfügbar in 16 Tagen. 16 Tagen. Das ist erst, wenn wir den kompletten Battle Pass quasi durch haben. Okay. Oh Gott, ey, da soll jetzt mal einer durchblicken. So, dann gehen wir mal hier einfach auf normalen Battle Pass. Gut, den Skin habe ich jetzt schon. Und oben rechts sehen wir halt, wie viele Sterne wir immer haben. 2000 Stilkombinationen. Lol. Das ist ja geisteskrank. 42 Sterne brauche ich für die ganze Seite. Okay, gehen wir erstmal alles so nach und nach durch. Also, wir haben einen Banner. Dann haben wir noch das Rückenaccessoire. Ein Spray. Dann den Kondensstreifen. Okay, der sieht eigentlich ganz nice aus. Das Rückenaccessoire. Oh, neues Emote. Das ist nice, das ist lustig. Dann natürlich V-Bucks. Und wir bekommen noch eine Tarnung. Kann hier irgendwas Besonderes? Glaubt nicht, oder? Ne. Die hat einfach nur. Doch, ist animiert. Was ist da animiert? Ach, hier vorne das. Das pulsiert ein bisschen anscheinend. So, und natürlich wieder mal ein Ladebildschirm. So, das war Seite 1. Seite 2, natürlich wieder V-Bucks. Wieder eine Tarnung. Oh, die sieht nice aus. Lavalampe kennen ganz viele von euch wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo gehört. Lavalampe, ja. Das ist da die Lampe, wenn die warm wird, dass der Wachs nach oben steigt. Eigentlich schon Nostalgie, aber schon sogar vor meiner Zeit. Dann haben wir noch hier, auch das ist eine Pickaxe. Okay. Dann wieder ein Ladebildschirm, wieder ein Spray, wieder V-Bucks, neue Musik. Der Sommer kann kommen. Dann haben wir noch ein Banner und ein Emoticon. Okay, da gibt es aber auch bessere. Dann der Skin Sunny. Okay. Seite gesperrt, Voraussetzung. Ja, ich sage ja, hier muss man jetzt. Man kann sich quasi mit den Sternen aussuchen, was man haben will. Aber ich glaube, wenn man den Skin haben will, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, muss man halt erstmal die ganze Seite voll haben. Macht eigentlich auch Sinn. Dann sind wir schon auf der nächsten Seite, nämlich nochmal ein Banner, noch ein Kondensstreifen. Ja, gut, okay, das Rückenaccessoire war sogar eigentlich ganz okay. Zu schnell gescrollt. Dann haben wir wieder ein Emote. Da bin ich mir nicht sicher wegen Copyright. Dann gibt es V-Bucks. Unendliche Weiten. Wieder eine Tarnung. Nochmal V-Bucks.
Dann haben wir den Ladebildschirm. Der wird's nice. Der ist nice. Oh, wieder einen schönen OG-Kleider in Anführungszeichen. Okay, der ist in Ordnung. Dann ein neuer Stil. Ja, einmal hier so ohne Jacke, da ist er dann mit Jacke. Ja, ist okay, aber hätten sie auch noch einen Skin einpacken können. Dann sind wir auf der nächsten Seite. Nochmal Musik. Die hört schneiß an. Oh, die will ich so schnell wie möglich haben. Dann haben wir nochmal einen Rückenaccessoire. Nee, doch Rückenaccessoire. Lol. Ah ja. Gott, ich sage, die Season hier ist ganz, ganz, ganz anders. Dann kriegen wir Gubimon. Auch ein kranker Skin. Warte mal, Belohnung anzeigen. Doch, der ist nice. Dann, was ist das? Noch ein Banner-Symbol. Nochmal V-Bucks. Dann kriegen wir wieder eine Pickaxe. Pickaxe, ja. Werkzeugeffekt. Okay. Doch nichts Besonderes. Dann wieder ein Ladebildschirm. Den habe ich schon gesehen. Der Hängekleider, der ist natürlich zu wild. Aber ich will nicht wissen, wie groß der Endgame ist. Dann haben wir nochmal ein Emoticon und noch ein Spray. Okay. Dann haben wir der vulkanische Gruß. Wer kennt ihn nicht? Dann haben wir nochmal V-Bucks. Noch ein Rückenaccessoire. Also Rückenaccessoire haben wir eigentlich jede Seite gefühlt fast gleich. Dann wieder ein Ladebildschirm. Die Tarnung. Okay, die ist okay. Ja, die ist okay. Ja, die ist okay. Dann das hier, die galaktische Tasche. Mit der soll doch irgendwas Besonderes sein. Aber sieht man irgendwas? Ne, Belohnung anzeigen. Zusätzliche Stiloption für galaktische Tasche. Okay. Also doch nichts Besonderes, oder? Dann haben wir nochmal ein Spray Tintenwolf. Dann die Pickaxe Katzanas. Okay, nochmal V-Bucks. Dann der Skin. Warte mal, habe ich den Skin übersprungen? Ich glaube, ich habe eine Seite übersprungen. Weil der Skin entsteht aus dem Skin. Ich habe echt eine Seite übersprungen. Das ist nämlich der Skin, der echt nice ist. Also das wird so, denke ich mal, mein Favorite Skin werden. Gehen wir nämlich mal gerade die Seite durch. Die war nämlich noch davor. Wieder ein Emoticon. Dann das Spray. Die Tarnung. Oh, die ist wild. Die Tarnung ist nice. So viele neue Sachen. Dann haben wir nochmal die galaktische Tasche. Aber in schwarz halt einfach. Dann der Kondensstreifen. Noch ein Banner-Symbol. Also Banner-Symbole sind nicht schlechte dabei diesmal. Nochmal 100 V-Bucks. Ladebildschirm. Nochmal... Ah, die Standardvariante erstmal davon. Eben hatten wir schon die Stilveränderung. Und wie gesagt, der Skin, also der ist wirklich nice. Mal gucken, bis jetzt gefällt mir alles, gell? Ich erwische mich selber. Hier die Seite haben wir ja durch, sind wir durchgegangen. Ihr startet mit dem Skin und werdet dann zu dem Skin. Da muss man halt einfach mal gucken, wie das ganze Ingame dann aussieht. Dann sind wir auf Seite Nummer 7. Da bekommen wir nochmal ein Spray. Den Hängekleider. Die Tarnung. Was ist das? Ach, das ist der Gefährte von dem Skin. Haben wir auch schon gesehen. Das ist mal eine nice Idee. Der gleitet dann einfach so hinter uns her. Dann nochmal 100 V-Bucks. Nochmal die Pickaxe. Also okay, aber ja. Und dann, was ist das denn? Ah ja, der Ladebildschirm dazu. Mensch, spring doch nicht da und hier hin und her. Ah, Lichtkreise. Ne, die gefallen mir nicht so, diese Lichtkreise. Das hatten wir schon mal ein, zwei von. Und dann das Banner-Symbol. Dann, ich glaube, der hässlichste Skin in dem ganzen Battle Pass. Gar nicht schön. Also mir gefällt der überhaupt nicht. Ich glaube, den werde ich auch nie spielen. Dann sind wir auf Seite 8. Da haben wir wieder einen Ladebildschirm. V-Bucks. Hängekleider. Ah gut, hat mir jetzt durch die Batman-Geschichte schon öfters so. Dann Dr. Sloan. Wirkt ganz komisch, der Skin. Sieht nice aus, aber warum ist der zensiert? Ah ja. Wenn es einer weiß, gerne in die Kommentare damit. Dann haben wir noch die Pickaxe, natürlich die V-Bucks vorher. Boah, da ist so viel wieder in dem Battle Pack. Gefühlt ist aber mehr drin als sonst, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doch 10 Sachen. Dann der Achtbar. Gott. Dann das Spray. Dann haben wir noch den Kondensstreifen. Okay, der ist okay. So, und noch das Rückenaccessoire. Ja gut, das braucht kein Mensch. Dann sind wir schon auf Seite 9. Wieder ein Banner. Die Tarnung, ja, die Tarnung ist okay.
Emoticon, ja. V-Bucks, dann nochmal neue Musik. Ja, ist okay. Und dann noch ein Emote. Klappstuhl und Chill. Oh Gott, das wird. Oh. Ich glaube, das wird ein neues Emote von mir, wenn ein Kill gemacht wird. Dann der Ladebildschirm, auch nicht schlecht. Dann natürlich die V-Bucks. Dann noch ein Skin. Nein, Stil. Das ist der Stil von ihr. Das ist dann ein anderer Stil. Okay, das ist der Kampfstil wahrscheinlich von ihr. Dann haben wir noch. Ach, der Skin als Vulkan. Okay, auch nur ein Stil, kein komplett neuer Skin. Gott, ich musste so aufpassen. Dann sind wir bei Seite 10. Das müsste ja eigentlich dann. Oder erreicht Level 100. Level 90. Okay, ist das Ende, oder? Ja. Ah, okay, kann man noch sparen. Und dann einmal das Emoticon. Wieder die V-Bucks. Weil die V-Bucks brauche ich eigentlich nicht. Aber nein, man kann ja nur vollständig, wenn die Seite voll ist, oder? Das ist ganz selten. Seltsam inzwischen. Dann haben wir hier die Pickaxe noch. Die ist eigentlich auch nice. Dann die Tarnung. Oh, die gefällt mir. Dann haben wir noch das Rückenaccessoire von dem Skin. Aber ganz ehrlich, Level 100 das Skin. Mein Fall ist es nicht unbedingt. Dann haben wir noch den Hängekleider zu ihm. Dann noch ein Spray. Das Spray ist nice. Es hat was. Dann noch ein Emote. Copyright. Haben wir echt Copyright da drauf? Lol. Okay, das ist Rick Sanchez. Ach, ich sage, die Serie ist komplett an mir vorbeigegangen. Also wirklich komplett. Mit der Serie habe ich überhaupt nichts zu tun. So, das war's dann jetzt eigentlich schon mit dem kompletten Battle Pass. Ich sag ganz ehrlich, der alte Battle Pass hat mich mehr umgehauen als der hier. Hier ist halt ziemlich viel Wildes dabei, würde ich sagen. Also einfach mal Fortnite komplett in eine andere Richtung geschoben. Aber auch der Battle Pass Aufbau gewöhnungsbedürftig, aber wir wissen ja, ruckzuck in einer Woche ist wieder alles wie normal für uns. Die Sterne mussten wir früher schon sammeln, von daher ist das eigentlich auch nichts Neues unbedingt. Und dann würde ich erstmal sagen, danke für den ganzen Support. Denkt dran, wenn ihr meinen Creator Code benutzt habt, würde mich natürlich sehr unterstützen. Ich zeige euch nochmal gerade, wenn ihr natürlich irgendjemand anderen habt, auch kein Problem. Aber ansonsten gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyEgg. Und dann würde ich sagen, was das erstmal mit dem Battle Pass. Ich gucke dann mal weiter, was ich sonst noch für euch habe. Ich denke mal, wir fangen dann gleich mal an mit den Aufgaben. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.